Grüß euch, meine Lieben. Ich habe heute nicht nur ein neues Rezeptteil für euch, sondern ich möchte mich auch wirklich herzlich bei all meinen Abonnenten und Zuschauern bedanken. Ich habe es gestern endlich nach fast 6 Jahren geschafft, die 100.000 Abonnentenzahl zu knacken. Ja, hat dann auch funktioniert. Ich möchte euch wirklich aus tiefstem Herzen sagen, danke für euer Vertrauen. Es rührt mich wirklich jedes Mal sehr, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, dass ihr euch meine Rezepte anschaut. Und das ist für mich das Allergrößte, wenn es euch so sehr motiviert, dass ihr dann einfach aufspringt in die Küche und dann einfach drauf losbackt. Das ist eigentlich auch der Sinn von meinem Kanal. Nicht nur gute Rezepte, was ich mir jetzt anmaße, nicht nur die Rezepte und nicht nur das Endergebnis, dass es lecker ist, dass man es genießt und isst, sondern wirklich auch die Handlung selber. Also wirklich die Tätigkeit, dass man das Backen selber genießt, den ganzen Prozess, dass es einen schön beruhigt und man kann die Kinder da auch immer dabei haben, die können da auch immer mitmachen. Das ist auch wirklich für sie eine super Ablenkung und das macht ihnen auch Spaß. Und ja, was soll ich euch noch sagen? Ich bedanke mich noch einmal herzlich. Ich werde mich auch weiterhin bemühen, gute Rezepte öffentlich zu stellen. Und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin zufrieden sein. Und ja, heute zeige ich euch, wie ich diese Buchteln mache. Ich habe schon vor über 5 Jahren mit meinem ersten Gerbteig euch gezeigt, wie man die Buchteln schnell machen kann. Heute zeige ich euch das mit dem Teig der Marmeladenröllchen. Auch deswegen, weil er nicht nur super lecker ist, sondern weil nach dem Video das wirklich auch ein Umschwung war auf meinem Kanal. Das sind dann die Abonnentenzahlen raufgegangen und das ist dann auch viral in allen Back- und Kochgruppen gegangen. Und ja, deswegen habe ich diesen Teig auch genommen und daraus jetzt dann halt Buchteln gemacht. Und ja, wie ich die jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal genau 280 Gramm Mehl. Bitte nehmt da Zimmertemperatur. Sie sollte nicht lauwarm sein und schon gar nicht warm. Dann tun wir uns nämlich dann einfach später beim Teig einfacher und die Hefe wird trotzdem aufgehen. Bei lauwarmem Wasser geht es halt ein bisschen schneller auf, aber das wird so auch sicher funktionieren. Dann habe ich hier genau 25 Gramm frische Hefe. Das sieht hier ein bisschen viel aus, aber deswegen, weil es so zerbröselt ist. Alternativ könnt ihr bitte 8 Gramm trockene nehmen. Das kommt einfach da in unsere Milch. 70 Gramm Zucker. Ihr könnt natürlich weniger oder mehr reingeben. Genau 550 Gramm Mehl, das ist hier in Österreich ein 480er und in Deutschland ein 405er. Bitte ganz wichtig, das Mehl einhalten, kein zusätzliches dazugeben. Ein Ei der Größe M. Ein halber Teelöffel Salz. Und genau 90 Gramm Butter. Jetzt werde ich auf langsamer Stufe einmal alles für 2 Minuten kurz mit der Küchenmaschine kurz durchmischen. Und dann schalten wir ein bisschen stärker und kneten den Teig richtig gut durch. Wenn euer Teig dann so aussieht, wenn er da nicht mehr am Kesselrand klebt, das meint man damit. Seht ihr, er löst sich von selber, dann ist das auch schon genug. Den Teig fische ich mir jetzt einfach nur aus der Küchenmaschine. Ihr könnt das natürlich auch schon von Anfang an mit den Händen kneten, das ist auch überhaupt kein Problem. Es dauert halt einfach nur ein bisschen länger, das ist abhängig, wie geübt ihr halt seid. Wichtig ist wirklich nur geduldig sein, kein zusätzliches Mehl dazugeben und einfach immer schön weiterkneten. Den formen wir uns jetzt einfach nur zu einer Kugel, geben ihn in eine leicht bemehlte Schüssel, bemehlen ihn auch ganz leicht nur von oben, decken es schön ab und lassen unseren Teig jetzt für 45 bis 60 Minuten lang schön aufgehen. Meinen Teig stürze ich mir jetzt auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche raus.
und teile ihn mir dann in 16 Stücke mit so circa ja, 60 bis 65 Gramm. Ihr macht sie aber bitte beliebig groß oder klein. Jetzt nehmt ihr euch einfach jedes Stück und das wird bitte ganz schön zu Kugeln geschliffen, dass es wirklich eine schöne glatte Oberfläche hat und das geben wir dann auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Die Teiglinge werden jetzt gut abgedeckt und wir lassen sie jetzt dann einfach nur kurz 10 Minuten stehen. Können wir unsere Buchteln dann auch schon formen. Dafür bemehlen wir nur leicht unsere Arbeitsfläche, drehen dann unsere Teiglinge so herum, drücken es einmal so, drücken es so schön an. Dann drücke ich mir da die Enden ein bisschen dünner, dass der Teil in der Mitte etwas dicker bleibt. So in etwa, dass es circa so groß ist. Und am einfachsten ist es dann, ihr legt euch das auf die Arbeitsfläche. Dann kommt circa ein Teelöffel beliebige Marmelade hinein. In meinem Fall ist das jetzt Marillenmarmelade. Dann schnappt ihr euch die zwei Enden. Führt die leicht zueinander, zwickt die zusammen, dann auf einer Seite gebt ihr da die anderen Enden auch so dazu, zwickt die zusammen, dann drehen wir das, da machen wir das Gleiche und da passiert euch überhaupt kein Dilemma. Die ganze Marmelade ist schön eingeschlossen und das zwicken wir jetzt alles so wirklich schön zusammen, dass es auch wirklich schön Spannung hat und eine schöne Form, dass die Marmelade wirklich schön drinnen ist und da auch so wenig Luft wie möglich. Und wenn ihr dann wollt, könnt ihr das ganz leicht dann nur so in der Hand schleifen, ohne Druck. Das ist einfach nur, damit wir eine wirklich schöne Form kriegen und hinten, falls noch was offen ist, zusammenzwicken. Und das war's dann. So verfahren wir jetzt mit den restlichen auch. Jetzt meine Buchteln in ein mit Backpapier ausgelegtes Blech hineingegeben. Bei mir passen da jetzt genau nur 15 hinein. Also das eine passt leider nicht mehr hinein, aber macht ja nichts. Das kann ich dann einzeln backen. Und jetzt besprühe ich die noch etwas mit Wasser, dass die uns nicht austrocknen. Decken sie dann gut ab. Und jetzt lassen wir sie bitte für 30 bis 45 Minuten lang aufgehen, abhängig von eurer Raumtemperatur. Wenn sie dann schon aufgegangen sind, bestreiche ich sie dann mit einem Eigelb und einem Esslöffel Wasser. Ihr könnt aber natürlich auch ein ganzes einnehmen, nur bitte vorsichtig bestreichen, damit wir da nicht die Luft rausdrücken. Jetzt kommen die bitte ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Stellt vielleicht ein oder zwei Tassen mit Wasser einfach nur auf den Backofenboden, dass ein bisschen Wasserdampf entsteht. Dann können die auch ein bisschen besser aufgehen. So, meine Lieben, so sehen meine Buchteln jetzt fertig aus. Die waren bei mir ein bisschen über 20 Minuten im Backofen. Also zwischen 20 bis 25 Minuten müsste das normalerweise in etwa bei euch auch dauern, abhängig von eurem Backofen. Beobachtet das halt einfach. Ich habe dann noch ein bisschen Staubzucker draufgegeben. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil es heiß ist. Und dann kann man das natürlich auch schon genießen, im lauwarmen Zustand natürlich am allerleckersten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!